Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwendig Schmiede. Heute mal wieder mit einem Monster-Deck, mit unserem ersten Monster-Deck in der Season. Und wir spielen mal wieder Cthulhu. Wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir am Anfang die Deckschmieden-Folgen immer so möglichst gespielt haben, dass wir viele der neuen Karten zeigen und zu so gucken, was die können. Das Problem allerdings, wir haben Monster gespielt, schon im Stream. Ein paar Runden mit den Relikten. Und die neuen Monsterkarten gefallen mir persönlich nicht ganz so schön, wobei sie auch manchmal. Es ist schwer zu sagen, ne? Problem ist, geringe Hexe oder niedere Hexe als Bindungskarte ist eine nette Idee. Wir haben sie mit dem Trüffel gespielt und dann kann sie durchaus auch gut funktionieren. Ohne den Trüffel ist die Karte nur halt einfach ziemlich doof. Inkubus ist so eine weitere Karte, die ist relativ interessant. Ich denke mal, das Zusammenspiel bei ihr sollte mit Jager zusammenliegen. Dass wir den Gegner Bronzeeinheiten aus dem Friedhof wiederbeleben können und uns selber und dann quasi halt mit Jager diese Bronzeeinheiten fressen können, falls der Gegner keine 5er, 6er oder 4er Provisionskarte auf dem Feld hat. Das Problem, was ich mit der Inkubus oder mit dem Inkubus eigentlich habe, ist, dass er sich ein bisschen mit Mamuna beißt. Wenn man sich selber die guten Karten wiederbelebt, hat man nicht wirklich ein gutes Mamuna-Ziel, was man fressen kann und dann aus dem Deck rausholen kann. Das heißt, die beiden Karten, finde ich, sind zusammen in einem Deck nicht unbedingt ganz so toll, ne? Kann man sich ja überlegen. Jager. An sich ist Jager keine schlechte Karte, weil wenn man sie wirklich aufs Feld bringt, die was fressen kann, was vielleicht schon im Vierer-Provisionsbereich viel Punkte hat, ein Meeresschakal, ein Ziel, was durch einen amphibischen Angriff rausgeholt wurde oder sonstiges, oder eine Standard-7-Punkt-Karte, wie wir sie häufiger sehen, dann kann Jager schon alleine beim Ausspielen ihre 13 Punkte machen. Plus, es ist eine weitere Engine-Karte, sie muss aufgehalten werden. Viele sagen immer, ja, Jager wird sofortig beantwortet, Jager muss sofortig beantwortet werden. Weil wenn du dann auch die Möglichkeit kriegst, eine Fünferkarte zu fressen, kann es ziemlich verheerend sein. Allerdings, was mir an ihr überhaupt nicht gefällt, ist, wir brauchen Sabbat, dass sie überhaupt funktioniert. Und das ist so ein kleines Problem, denn teilweise die Decks, die wir mittlerweile jetzt in der Meta sehen, wir haben jetzt schon fast eine Woche die Erweiterung. Ne, das ist jetzt das sechste Deck, was wir zeigen. Das heißt, eigentlich ist schon fast eine Woche rum. Jager von den Karten ist halt, wenn du den Sabbat nicht hast, nutzlos, weil du kannst sie sonst nicht ausspielen. Momentan sehen wir tatsächlich wieder so ein bisschen mehr aggressivere Decks. Die Meta hat sich ein bisschen mehr gesetzt. Es gibt Decks, die spielen halt immer noch sehr gierig. Es gibt Decks, die spielen halt immer noch. Also es gibt viele starke Engine-Decks, wenn man sie nicht aufhält. Es gibt viele aggressive Decks. Jager da wirklich durchzukriegen, auch in den Spielen, die wir schon mit ihr gemacht haben, sie ist halt wirklich nicht so häufig durchgekommen, was jetzt nicht so schön war. Eine 13er Provisionskarte, ein bisschen riskant, von daher hat sie mir nicht ganz so gefallen, einfach weil sie diesen riesen Nachteil hat. Die kann vielleicht gar nichts fressen, wobei da könnte man Inkubus spielen. Und das andere Problem ist halt, wir kriegen den Sabbat halt nicht vollständig hin. Ne? Von daher war Jager auch so eine Karte, die schwierig war. Die letzte neue Monsterkarten allerdings, Hexensabbat. Ist die Karte, die wohl mit am meisten Impact in der Monsterfraktion wieder gebracht hat. Hexensabbat belebt dem Gegner die drei stärksten Einheiten aus seinem Friedhof wieder. Wir können uns die Reihe aussuchen, in die wir sie spawnen wollen. Und danach beleben wir bei uns die drei stärksten Monsterkarten aus dem Friedhof wieder. Also das ist halt das Wichtige, es sind Monsterkarten, die wir wieder beleben. Das heißt, zum Beispiel so Karten wie Zierich Sprint oder Maxi, die neutrale Karten sind, werden nicht wiederbelebt. Wir beleben uns Monsterkarten wieder. Und der Hexensabbat hat tatsächlich uns die Möglichkeit gegeben, ein gutes Engine-Monster-Deck zu spielen. Nicht nur unbedingt Kelly, alles Mögliche, was bei Monstern Punkte auf dem Feld bringen kann, wenn die Karten liegen bleiben, kann mit Hexensabbat funktionieren. Das Übliche ist natürlich Cthulhu. Cthulhu ist eine extrem starke Karte. Cthulhu zerstört am Ende der Runde, am Ende jeden Verbündetenzuges, die schwächste Einheit auf der Schlachtfeldseite, wo die meisten Einheiten liegen. Dieses Cthulhu-Deck, man sieht es schon, zeichnet sich dadurch aus, dass wir wenig Einheiten spielen, dafür allerdings mehr mit Cthulhu wegbrennen können. Wir spielen mehr Zauber, die uns verbessern. Wir spielen sowas wie Schwalbe, wir spielen sowas wie Pakt, wir spielen sowas wie natürliche Auslese, die in den meisten Fällen nicht eine Einser spawnen sollte. Parasit, also wir haben Angriffsmöglichkeiten, Hitzewelle und Buff-Zauber. Das heißt, wir wollen möglichst wenig Einheiten ausspielen und dem Gegner mit Cthulhu viele Einheiten wegbrennen. Und Cthulhu-Decks können momentan relativ ordentlich funktionieren. Das kommt natürlich auch aufs Matchup drauf an. Cthulhu versagt so ein bisschen, wenn es darum geht, gegen Kontrolldecks zu spielen. Allerdings gegen diese ganzen gierigen Decks, die wir aktuell da draußen sehen, wie die Magier, die sich Carryover geben oder vielleicht sogar Handbuff, gegen die kann Cthulhu extrem stark reinhauen. Weil diese Decks spielen so gut wie kaum Angriff. Sie können Cthulhu nicht aufhalten. Und mit Hexensabbat haben wir die Möglichkeit, Cthulhu in zwei Runden zu rufen. Was ziemlich stark ist. Ne? Aber wie gesagt, man kann quasi, wenn man sich bei den Monstern die Karten anguckt,
alles, was eine gute Engine ist, könnte man halt quasi wiederbeleben. Man könnte sich zum Beispiel auch ein Deck mit dem Unsichtbaren machen, könnte den Unsichtbaren wiederbeleben. Wichtig ist halt eigentlich immer nur, dass man Verteidiger mitspielt, weil man möchte diese Engine sofort hinter einem Verteidiger ausspielen. Das ist halt so ein bisschen, was bei Monstern auch ein bisschen lackluster ist. Man könnte halt versuchen, auch die Blutige Herrin wiederzubeleben. Blutige Herrin kann man dann halt auch nochmal sich umdrehen lassen. Was man nicht spielen sollte, ist sowas wie Jigen, weil Jigen zerstört sich, wenn er gerufen wird. Die Karten werden halt gerufen, ne? Die Karten haben keinen Ausspieleffekt. Das heißt also, wenn die Engine auf dem Ausspieleffekt, ja, sag ich mal, funktioniert, wie zum Beispiel Detlaff, der nur beim Einsatz den Blutmund generiert, dann ist er vielleicht nicht so toll, weil wir das Einzige, was wir von ihm kriegen, ist ein Befehlseffekt, ne? Und ja, das hat tatsächlich die Möglichkeit gegeben. Viel Monster-Engine-Karten gibt es allerdings leider nicht. Und dann muss es halt auch mal wieder so eine Monster-Karte sein, die man wirklich gut wiederbeleben kann mit dem Hexensabbat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte zum Beispiel Kikimor-Königin spielen, die hat 4 Punkte, ist eine saugeile Karte, vor allem wenn ich sie sofort hinterm Verteidiger rufen kann. Da müssen wir aufpassen, dass halt einfach keine andere Karte in dem Deck 4 Punkte hat, die wir mit Hexensabbat rausholen können. Das kann zum Problem werden, ne? Aber an sich, Hexensabbat ist von den neuen Monsterkarten, finde ich, momentan die stärkste. Die anderen drei, man sieht es auch, Monster sind momentan halt, werden weniger gespielt. Dieses reine Relikt-Deck hat momentan auch eine etwas härtere Zeit, wie wir gemerkt haben am Donnerstag. Aber das ist schon her, wir haben heute Montag. Ja. Das heißt, wir spielen heute Cthulhu. Nicht alle der neuen Monsterkarten, wir haben es ausprobiert, aber wir spielen ein bisschen Cthulhu-Monster mit dem Ziel, mit Hexensabbat ihn wiederzubeleben und ansonsten den Gegner so ein bisschen auszurotten. Je nachdem, gegen welches Deck wir spielen, kann es natürlich gut laufen. Kontrolldecks können uns noch ziemlich hart aufhalten und die werden heutzutage gespielt. Bisschen häufiger als je zuvor. Gerade wenn man sich so in den letzten Tagen die Pro-Meta angeguckt hat, am Anfang war noch vieles mit Magiern oder sonstiges oder sonstige Deck-Idee, Wilgefortz mit Wissenschaftlern und sich dann 5-mal Schneeglöckchen aufs Deck kleben. All diese Decks werden halt mittlerweile ein bisschen mehr ausgebremst durch Kontrolldecks, weil ja, frequent gehören immer 2 Spielpartner dazu. Und der zweite Spielpartner kann bei solchen Decks ziemlich viel verhindern. Okay, gucken wir uns an, wie Cthulhu funktioniert. Bis gleich. Nördliche. Fangmanöver. Das könnte tatsächlich meditierende Magier werden. So. Wir lassen auf jeden Fall ein Lloyd drauf der Hand. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch eine 6-Punkt-Schadenskarte. Verteidiger hätte ich ganz gerne. Wir haben zumindest schon mal den Hexensabbat. Ich bräuchte ein bisschen mehr Angriffskarten. Klicken wilden Jagddiener ab. Parasit ist perfekt. Das heißt also, wenn er wirklich meditierende Magier spielt, können wir mit dem Weidler Verteidiger läutern, Parasit Ida ran weghauen. Okay. Lege ich noch einen Adrenalinrausch oder lege ich den Pakt ab? Ich glaube sogar, ich lege für die erste Runde die Sporen ab. Und noch einen weiteren Pakt. Muss natürlich mit Pakt aufpassen. Mit Pakt kann man natürlich Karten Doom geben, die man dann nicht mehr mit dem Hexensabbat wiederbeleben kann. Aber wir haben Rückenschild natürlich als Anführerfähigkeit. Cthulhu muss mit diesem Schleier gespielt werden. Oh, das einzige Schlimme, was passieren jetzt könnte, ist, wenn der Verteidiger ausspielt und Idaran mit seinem Stratagem den Schleier und den Boost gibt, weil dann können wir Idaran nicht aufheben. Aber das ist schon der Verteidiger. Mind your words and who you address. And how you address lost spirit devoid of name, depart now, our veil of pain. Reiniger ist weggereinigt. Das heißt, wir kommen jetzt auch an seine meditierende Magier ran. Typischer Angriff. Er holt keinen Idaran raus, sondern eine Letizia und die ist halt auch gleich geboostet. Wir haben leider nichts zum Verschieben. Denke, ich werde sogar mal Ciri ausspielen und ich werde Ciri auf jeden Fall einmal verbessern, weil dann kann er sie nicht mehr im Öl wegkriegen. Dann können wir zumindest noch eine Karte nachziehen. Wenn er sie mit dem Öl schädigt, können wir sie wieder verbessern. Wir können ja nur leider keinen Schleiereffekt draufdrücken. Rückenschild geht nicht mehr auf neutrale Einheiten. Das haben sie mal genervt. Von langer Zeit. Aber ich möchte sie trotzdem verbessern. Wenn er einen Blockierer spielt und er kann tatsächlich sowas wie eine Letizia spielen, dann ja. Ich denke aber eher, es sind Absolventen, gegen das wir spielen werden, wenn er eine Letizia spielt. Okay, er ruft sich eine weitere Einheit aufs Feld. Alter hat jetzt mehr Einheiten als wir. Wir könnten jetzt theoretisch mit unserem Kelly durchstarten.
Die Arethusa-Studentin. Okay, Ketulis. Er könnte ihn blockieren. Ist es mir jetzt für die erste Runde so wichtig? Muss nicht unbedingt. Könnte ihn duellieren, das könnte er so oder so machen. Ich denke, ich lasse ihn durchkommen. Jetzt können wir ihm halt immer eine Karte wegbrennen, die er ausspielt und ziehen baldig eine Karte nach. Er verbessert schon um 1. Zauberwettbewerb. Na, er spielt selber keine Einheiten aus. Wenn wir jetzt was ausspielen würden, würden wir uns Ketulis selber was wegbrennen. Also benutzen wir erstmal den Adrenalinrausch. Wir zerstören ihm nichts. Er ist aber auch limitiert. Er kann nicht wirklich eine weitere Einheit ausspielen. Er könnte aber theoretisch Letizia so lange hochstecken lassen, dann den Ben-Art ausspielen und dann könnte er halt sofort dich verbessern. Oder er benutzt eine Zweier. Das heißt, er benutzt seine letzte Anführerfähigkeit. Spielt jetzt wahrscheinlich einen Ben-Art-Studenten aus, benutzt Letizia und lässt beide hochbuffen. Königin Adalia sogar. Okay, er möchte absolut nicht, dass sein Ben-Art stirbt. Und den kriegen wir auch in der Form nicht weg. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist Beast ausspielen, weil Beast wird sich natürlich verbessern. Brenn ihm eine Zweier weg, ziehe eine Karte nach. In Oneiromantie nach, die gefällt mir relativ gut. Damit könnten wir noch Hitzewelle für Letizia benutzen. Es sei denn, er löst sie jetzt aus. Wie viel gibt die mehr? 5, ne? Ah, das ist schon nervig, weil wir haben eine Karte mehr. Wir könnten auch rein theoretisch passen, da hätten wir jetzt schon einen Kartenvorteil, weil unser Hund bufft sich noch hoch. Ja. Wir werden jetzt wahrscheinlich nur noch Einheiten ausspielen, keine Einheiten mehr ausspielen, wir werden uns wahrscheinlich nur noch Zauber bedienen. Das heißt, jede Einheit, die er ausspielt, würde ihn eine Karte kosten. Er benutzt die. Verbessert den Ben-Art um 7. Allerdings tickt die jetzt nicht mehr mit der Geduld. Die hat jetzt nur 4. Und er benutzt auch den Ben-Art-Studenten. Kommt jetzt Tissaia? Ja, es kommt Tissaia. Okay, das Problem ist halt, dass jetzt seine Letizia nochmal Geduld hochsetzen kann. Die haben noch keinen Geduldstick bekommen, weil die hat dann der Runde ausgelöst. Tissaia löst erst am Ende der Runde aus. Das heißt quasi, wir können jetzt, ich möchte fast sagen, unsere Hitzewelle benutzen und können Letizia einfach weghauen. Ketulis verbrennt ihn noch eine Einheit, wir buffen uns hoch und jetzt hat er das Problem. Wir haben immer noch eine Karte mehr. Weil das Deck keine direkte Antwort auf Ketulis hat. Er verbannt uns so Nairomant. Hier ist es nicht schlimm. Unser Hund bufft sich noch hoch, er verliert nochmal einen Punkt. Wir wollen natürlich möglichst auf Even gewinnen. Das heißt, ich packte nochmal Ciri. Möchte natürlich nicht das verdammt auf eine unserer Monstereinheiten geben. Wir verbrennen eine Karte, buffen uns um 2 Punkte hoch. Wir haben immer noch eine Karte mehr. Und er ist gerade bedroht, auf Even zu verlieren. Und selbst auf Even zu verlieren ist für ihn nicht toll. Er hat zwar seine Absolventen relativ hoch gesteckt, aber wir können nächste Runde einfach bleeden. Matschigen Trüffel. Der meditierende Magier wird auch weggebrannt. Okay, jetzt brennen wir sogar seinen Ben-Art-Studenten weg, was ganz nett ist. Gut. Ne, Tissaia wird weggebrannt. Stimmt, er ist Tissaia. Wir haben 20 Punkte mehr und wir haben eine Karte mehr. Der Ben-Art macht wie viel Schaden? 3. Will er natürlich wahrscheinlich noch hochstecken, ne? Trüffel bufft die hintere Reihe. Wir verbrennen trotzdem einen meditierenden Magier. Und er kann sich ganz gerne einen Carryover holen. Wir passen jetzt. Wir verbrennen ihm noch eine 6er.
kriegen nochmal 2 Punkte extra und liegen knapp noch 20 Punkten vorne. Das ist das, was K'Thulis momentan halt so gut macht. Viele Leute spielen überhaupt keinen Angriff, ne? Die sind eher so, okay, ich muss jetzt meine Absolventen durchkriegen, ich muss jetzt meine meditierenden Magier durchkriegen oder so, ne? Und dann, wir haben die erste Runde gewonnen, wir haben doppelten Kartenvorteil. Das kann K'Thulis momentan in dieser Meta ausrichten, wenn der Gegner zu gierig ist. Er hat schon aufgegeben. Okay, dann war es eine relativ kurze Runde. Ja, das ist halt das Problem. Wenn du keine Antworten auf solche Karten spielst und selbst wenn, hätten wir wahrscheinlich noch einen Verteidiger, den haben wir nur diese Runde nicht gebraucht, weil wir spielen gegen deutliche Magier, dann kannst du die Gegner ordentlich in der Bredouille bringen. Und ja, Letizia hat dann natürlich, du musst, wenn du Letizia aktivierst, müssen die Karten ihren Geduldseffekt kriegen. Er hat halt quasi alle Karten aktiviert, er hat Letizia aktiviert und dann seine Studenten. Die Saya gibt diesen Geduldseffekt erst am Ende der Runde wieder. Das heißt, der Geduldeffekt tickt in der Runde nicht hoch. Das heißt, du machst deine Letizia kaputt, wenn du die anderen Geduldskarten benutzt. Das hätte vielleicht ein bisschen mehr Probleme für uns bereiten können, weil seine Absolventen hätten locker so 10 Punkte Schaden machen können, instant, weil die haben wir auch nicht wirklich aufgehalten bekommen. Aber er hat es nicht hingekriegt. Und ja, 2 Karten weniger. Er hat zwar einen Carryover gehabt, aber wenn seine letzte Karte wirklich noch eine Einheit gewesen wäre, dann hätte sie noch ausspielen können. Ne? Die hätten wir nicht weggebrannt, weil er hätte danach sofortig gepasst. Aber 3 Karten weniger ist schon relativ heftig, dass er überhaupt die erste Runde gewinnt. Und wir hätten K'Thulis ja nochmal wiederbeleben können. Das ist das Schöne an Hexensabbat. Wir können K'Thulis 2-mal ausspielen. Machen wir weiter mit der nächsten Runde. Gellige Wetter. Gegen K'Thulis, okay. Wir haben ein Eichhörnchen. Das werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Kein Ryogan, okay. Dann können wir mit dem Eichhörnchen Melusine verbannen. Ist auch fein für mich. Sowas möchte ich behalten. Ich möchte natürlich K'Thulis, Nifal, Bienenphantom. Das sind schon mal 3 gute Karten für später Hexensabbat. Wir müssen nicht anfangen. Ich überlege, ob ich eine Schwalbe ablege oder ich denke, ich werde eher einen Pakt ablegen. Und Nairomantie ist noch eine relativ tolle Karte. Ich denke, ich werde auch eine natürliche Auslese ablegen. Maxi noch gezogen. Ich hätte ganz gerne wahrscheinlich einen Läuterer gehabt, dann hätte ich Melusine, falls er sich spielt, mit einer Hitzewelle treffen können. Okay, fängt an mit Bürstlichen, Verteidiger. Cut my paws off, I'll bite you to death. Gut. Wir spielen Bienenphantom aus. Gigaskorpidenabsuch. Dann benutzen wir Nifal. Möchte ich ihn stützen? Ich denke nicht, dass er noch eine 5 Schadenskarte hat. Hier Skorpion Absolut hat er natürlich, aber Giga Skorpion Absolut hat er jetzt schon ausgespielt. Lebender Hieb, okay, er hat noch eine weitere 5 Schadenskarte. Ja, wie gesagt, die Meta tendiert dazu, dass die Decks ein bisschen aggressiver werden. So, Maxi. Die Hitzewelle relativ baldig nach. Ziris allerdings ganz unten, Verteidiger ist auch ganz unten. Ich denke, ich würde ganz gerne mischen wollen. Wir ziehen zwar Hitzewelle nach, aber ja. Was wir mal nach ganz unten packen, was brauchen wir bei dem Matchup wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten? Ich denke, wir legen dann wilde Jagdina nach unten. Da ist Melusine. Hätte die mal eine Runde früher ausgespielt, ne? Wir kommen leider nicht an die ran. Wir haben keine Hitzewelle gerade zur Verfügung. Aber das ist nicht so schlimm. Ich kann auch trotzdem Schwalbe auf Maxi benutzen. Könnte mir natürlich auch meinen Verteidiger rausholen, aber ich weiß nicht, ob der Gegner Hitzewelle spielt. Aber er spielt schon neutrale Karten, von daher mache ich mir vielleicht Sorgen um Hitzewelle. Wir riskieren es trotzdem mal. Wir riskieren es trotzdem mal. Spielst du Hitzewelle? Und selbst wenn, hast du die Hitzewelle in der ersten Runde auf der Hand? Korall. Okay. I can do a great deal more for you. Warte ab, mach K'Thulis 2 Schaden. Nichts beschworen. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal hochbuffen. Er verliert eine weitere 5er. Ja,
Okay, Tullis ist schon relativ nervig, wenn du ihn nicht aufhalten kannst, ne? Aber wie gesagt, die Meta hat sich so in dem Bereich entwickelt. Wenn man selber was spielt, was aufgehalten werden muss, der Gegner mal was Stärkeres spielt, was aufgehalten werden muss, dann verliert man natürlich, wenn der Gegner eine stärkere Karte hat, die aufgehalten werden sollte. Okay, damit haben wir auf Even gewonnen. Das heißt, wir können jetzt erstmal Eichhörnchen ausspielen und können seine Melusine aus dem Friedhof verbannen. Wir haben die Wissende. Wir könnten theoretisch in die Runde ein bisschen reinspielen. Itzewelle haben wir noch gezogen, okay. Da würde ich mir ganz gerne diese Runde eigentlich den Verteidiger rausholen. Das allererste, was wir allerdings machen, ist, wir nehmen Melusine vom Friedhof weg. Dann möchte ich noch Verteidiger ausspielen. She Who Knows. Mit möglichst Carryover und dann noch Hexenlehrling. Ich denke, wenn wir eine Karte nicht kriegen in der Runde, wir kriegen vielleicht einen Carryover, ne? What do you need? Okay. Unseren Neiromantie. Höhlen uns einen Höhlentroll. Wir hätten natürlich auch Ciri rausholen können. Problem ist, Ciri haben wir jetzt nicht gezogen. Und Ciri, er hatte schon so viel Angriff. Er hat Gigaskorpion absolut, er hat mit lebenden Hieben gespielt. Ich mache mir da Sorgen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr hat. Okay. Reis, my daughters. Gib uns den 10er Carryover. Gadinave? Okay, wir können unsere Hexenlehrling ausspielen. Die verbessert sich jetzt jede Runde um 2 Punkte. Wichtig ist aber, wir haben mit She Who Knows den Carryover. Von daher wird uns diese Runde wahrscheinlich mit den Punkten aufholen. Ja. Ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen weiter spielen, um zu gucken, was wir noch rausholen können. Aber ich denke nicht, dass es noch eine gute Goldkarte wird. Das heißt, wir sollten vielleicht jetzt passen. Wir haben, was wir wollen. Wir haben 10 Punkte Carryover. Wir haben Szenario rausgeholt. Er kann Verteidiger nicht mehr wiederbeleben. Wir beleben ihm seine 3 stärksten Einheiten wieder. Das sind Korall, Schiffchen und wahrscheinlich einen Krillen-Clan-Prediger. Weil Verteidiger ist jetzt verdammt. Und wir kriegen Kel'Thulis, Verteidiger und ich glaube, Nifal, ne? Nifal ist noch eine 5er. Oh, wir haben sogar Hexensabbat so gezogen. Wir können mit Ciri Sprint sogar noch mal eine Karte nachziehen. Und wir können uns unser Bienenphantom rausholen, wenn wir es wirklich haben wollen. Oder einen Zauber. Super Hand. Das ist eine Spitzenhand. Wir haben jetzt nur eine Einheit mehr auf der Hand, ne? Das ist vielleicht das Problem. Das heißt, der Gegner sollte erstmal eine Einheit ausspielen, bevor wir Hexensabbat aktivieren. Sonst brennen wir uns selber den Nifal weg. Ja, da ist er schon. Okay. Deine 3 stärksten, unsere 3 stärksten. Und passen. So, Kel'Thulis liegt wieder auf dem Feld. Er muss erstmal am Verteidiger vorbeikommen. Und wenn nicht, wird jetzt jede Karte, die er ausspielt, halt zerstört. Geht mit Korall nach. Chihunos an, kriegt eine weitere Einheit aufs Feld. Das ist gut für uns. Das heißt, wir könnten jetzt auch unseren Parasiten aggressiv benutzen oder die Hitzewelle, um was Starkes wegzubrennen. Ich meine, seine Anführerfähigkeit beschwört halt auch Einheiten. Von daher ist es eigentlich egal. Wir werden wahrscheinlich bei ihm wesentlich mehr wegbrennen als bei uns. Er beschwört Einheit mit seiner Anführerfähigkeit, wir nicht. Wir haben noch, wenn es hochkommt, 4 Zauber auf der Hand, wobei einer davon eine gegnerische Einheit auf jeden Fall zerstört, und zwar Hitzewelle. Parasit kann man noch zum Buffen benutzen. Er benutzt den Einsiedler. Naja, er lässt sich hier ein bisschen gut gehen mit den Einheiten. Okay, dann spielen wir mal unsere Ciri aus. Wir haben momentan die stärkste Einheit auf dem Feld, ne? Das heißt, ich kann mit Nifal hier vielleicht ein bisschen was wegschießen. In der Hoffnung, dass die jetzt weggebrannt wird. Könnte rein theoretisch auch verbessern, muss es aber nicht unbedingt tun. Mm-mm-mm.
Cthulhus oder allgemeine Engine sofortig in deinem Verteidiger wiederzubeleben, ist das, was damals bei den nördlichen Königreichen extrem gefürchtet wurde. Mit ihrer Zangmanöver-Anführerfähigkeit. Und jetzt hat halt quasi Skellige die Möglichkeit dazu, das zu tun. Nicht Skellige, Monster haben jetzt die Möglichkeit, sofort Cthulhus hinter Verteidiger hochzuholen. Das ist halt nicht unbedingt schön für den Gegner. Okay. Schaden. 2 Achter. Ich möchte tatsächlich ganz gerne einer meiner Karten hochbuffen. Erstmal, weil ich den Sabbat behalten will. Zweitens, weil ich vielleicht einen Gigni umspielen will. Könnte rein theoretisch einen Krähen-Clan-Prediger auf den Friedhof schicken. Könnte die Wissende einmal verbessern und könnte mit Nifal nochmal 2 Schaden machen. Wie gesagt, wir töten, wenn möglich, nicht so viele Einheiten, weil wir wollen natürlich mit Cthulhus viel verbrennen. Abschildkräuter. So, das heißt, wir können nochmal hier schön 2 Schaden machen. Können Ciri nochmal verdammen. Ciri zieht uns nächste Runde nochmal eine weitere Karte nach. Wir verbrennen ihm weiter Einheiten. Cthulhus ist echt gemein. Roma. Okay, er hat noch eine weitere Einheit mehr auf dem Feld. Wir haben noch die Hitzewelle von seinen Drakenschildkröte. Können jetzt Korall schwächen. Hafre-Sängerin wird auf jeden Fall zerstört. Ziehen noch eine Karte nach. Hat schon aufgegeben. Ja. Was willst du dagegen machen? Wenn du keinen Angriff spielst gegen dieses Deck, dann hast du extreme Probleme. Ne? Wenn du halt einfach deine Strategie durchboxen willst, sei es deine Absolventen, sei es deine meditierenden Magier oder sei es vielleicht deine Melusin-Kombo, dann hast du gegen Cthulhus nicht wirklich großartige Chancen. Das ist das Problem. Cthulhus kann erhebliche Probleme machen und gerade in der Meta aktuell scheint Cthulhus wieder eines, wenn nicht sogar das stärkste Monsterdeck zu werden. Weil man ihn einfach sofort nicht dreifach wiederbeleben kann. Relativ prickelt. Nicht für den Gegner, aber für uns. Machen wir weiter mit der nächsten Runde. Auch wenn es diesmal ein bisschen kürzere Runden sind, aber das ist halt einfach, Kelly macht einfach Druck. Kelly bombt einfach rein. Da kannst nichts machen. Okay, waghalsige Hektik. Das kann ein bisschen problematischer werden. Wie gesagt, Cthulhus leidet immer noch, wenn der Gegner viel Kontrolle spielt. Wir haben den Sabbat auf der Hand. Wir haben Hexenwissende, wir haben Cthulhus, wir haben Oneiro. Ich glaube, Eichhörnchen werde ich erste Runde nicht brauchen. Ich glaube, auch Sporen könnten hier kritisch werden. Ich würde furchtbar gerne natürlich meine Ciri durchkriegen. Dafür bräuchte ich aber einen Verteidiger. Also müsste ich jetzt entweder Ciri oder Verteidiger ziehen. Hitzewelle. Ich meine, gegen waghalsige Hektik Ciri in der ersten Runde auszuspielen und vielleicht mit dem Stratagem zu verbessern. Ist das gut? Das ist schwierig. Das Problem ist halt, wobei Hitzewelle ist dann eh. Dann ist Hitzewelle raus, ne? Dann ist Hitzewelle raus. Ich würde sagen, wir machen es einfach. Benutzt nochmal ein Stratagem, bei 5 Schaden kann er deutlich leichter machen. Vielleicht benutzt er auch einfach 3-mal seine Anführerfähigkeit, ich weiß es nicht. Aber wenn er das hier weghaut, dann ist Hitzewelle raus. Ja, Hitzewelle ist raus. Das ist gut. Weil jetzt kann er unseren Verteidiger nicht mehr zerstören. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir diese Runde hier irgendwie gewinnen und wir haben nicht mehr wirklich sehr viele Einheiten auf dem Feld. Cthulhus wird sich selber wegbrennen, das ist auch ein Problem. Ich könnte Cthulhus theoretisch nach hinten ausspielen. Könnte die Wissende versuchen durchzukriegen. Zumindest als Einheit. Aber er kann natürlich. Er hat immer noch seine Anführerfähigkeit und Junot. Das ist etwas, was wir bedenken müssen. Er blockiert auch. Okay. Ich möchte ja nicht verdammt gehen, weil die wollen wir wiederbeleben. Aber Gray auch noch zum Blockieren. Wenn er sie nicht wegräumen kann, können wir allerdings buffen. Und wenn er jetzt nächste Runde noch eine Einheit ausspielt, wird mir vielleicht Cthulhus aufs Feld bringen.
Was hast du noch? Hitzewelle. Njalman könnte noch dabei sein. Bärenhexer. Wahrscheinlich ein Gerald Quen. Meine Hoffnung ist halt vielleicht, also wenn wir einen Verteidiger ziehen, werden wir Verteidiger wahrscheinlich so ausspielen. Okay. Könnte jetzt einen Keltulis ausspielen. Er wird Keltulis wahrscheinlich nicht mehr wegkriegen, nicht mehr wegblockieren können. Ich könnte ihm sogar einen Schleiereffekt geben. Das heißt, wir könnten uns, wenn er jetzt noch Einheiten hat, die erste Runde sichern. Oder aber er benutzt jetzt einen Angriff, müsste aber in der nächsten Runde dann Keltulis mit irgendwas zerstören, um genügend Punkte zu machen. Junot wäre noch eine Option, aber wenn er Junot raushaut, dann hätten wir theoretisch immer noch einen guten Verteidiger für die nächsten Runden. Keltulis stellt ihn jetzt vor das Problem, dass er nicht mehr Einheiten ausspielen kann als wir. Es sei denn, er kriegt Keltulis weg. Blockieren ist raus. Ich habe ihm zur Not nochmal einen Schleier gegeben. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Blockieren. Nein. Das ist nur ein Ausweichhieb. Und jetzt ist es halt, wir liegen 24 Punkte vorne. Junot hätte eine Basisstärke von 6, würde also 14 Punkte machen, würde zum Aufholen reichen. Ich kann Keltulis allerdings nochmal pakten, weil er kriegt verdammt nicht. Er hat schon den Schleier drauf. Man stellt den Gegner halt vor Probleme, die Karte. Hitzewelle ist raus, hat er für Ciri benutzt. Gigaskorpion absolut. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, Mr. Bond. Will die erste Runde nicht gegen Junot verlieren. Komm schon, wir benutzen Parasitenbuffen. Das ist jetzt das Letzte. Gigaskorpion absolut ist auch raus. Keiner spielt Einheiten. Keiner will was weggebrannt kriegen. Jo, wir haben die erste Runde gewonnen. Okay. Vielleicht wir können eine lange Runde spielen. Wir werden wahrscheinlich den Verteidiger aufs Feld rufen. Verteidiger wird dann wahrscheinlich mit Anführerfähigkeit und Junot wegnehmen können. Er hat keine Hitzewelle mehr. Und danach können wir Hexensabbat ausspielen, können den Verteidiger ein zweites Mal rausholen. So. Verteidiger haben wir schon auf der Hand. Das ist ganz gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Zauber. Vielleicht auch noch unsere guten Buff-Einheiten. Wobei Hexenlehrling ist natürlich auch schön. Wir beleben halt momentan She Who Knows wieder. Und Keltulis. Wir könnten natürlich aber auch diese Runde versuchen zu pushen. Wir würden dem Gegner aber auch maximal nur zwei Einheiten gerade wiederbeleben. Also der Gegner sollte schon noch eine Einheit ausspielen. Denke, die Hand lassen wir, oder? Wir legen Hexenlehrling ab. Okay. Ja, ich denke, wir werden passen auf eine lange Runde. Er muss jetzt eine Einheit ausspielen und dann kriegt er auch die drei Einheiten für den Sabbat hin. Muss jetzt eine Einheit auf den Friedhof schicken. Das ist die Einheit, die wir ihm dann noch als drittes wiederbeleben werden. Dann lassen wir Höhlentroll mit Anführerfähigkeit und Junot zerstören. Dann beleben wir alle drei wieder. Wissende, Keltulis und Höhlentroll mit ordentlich Punkten haben Keltulis sofortig als Engine auf dem Feld. Wir beleben ihn einen wütenden Bär wieder. Ich hätte gehofft, der spielt irgendwas Schwächeres aus. Aber es ist, wie es ist. Wenn er zum Beispiel den Höhlentroll nicht weghaut, dann beleben wir uns halt ein Hündchen wieder. Maxi braucht man nicht. Ich denke, Sporen werden in diesem Matchup auch nicht nötig sein. Okay. Fuck, Saber Elements. Und Keltulis ist weg. Ja. Das ist natürlich genau das, was wir nicht haben wollen. Das ist auch ein Hard-Konter für uns. Saber Elements hat uns gerade Keltulis verbannt. So, das heißt, Hexensabbat ist jetzt eigentlich eine Karte. Damit könnten wir jetzt noch eine Zehner wiederbeleben und einen Hund würden ihm aber drei Einheiten wiedergeben. Aber bevor die Karte irgendwie schlechter wird, machen wir das. Und die buffen wir hoch. Ja, Keltulis ist raus. Das wird wahrscheinlich eine Niederlage für uns sein. Weil er eine Antwort hatte mit Saber Elements. Das kann Keltulis natürlich auch noch treffen. Aber selbst wenn, also sein Deck ist halt auch hyper aggressiv ausgelegt. Ich glaube, vielleicht hätte er sogar den Verteidiger zweimal wegbekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ja sogar einen Läuterer. Vielleicht spielt er ja sogar einen Läuterer. Portal. Level Elements kann jetzt ruhig alles verbannen. Wir werden da sowieso nichts mehr aus dem Produkt brauchen.
möchte nur wahrscheinlich erstmal unseren Verteidiger aufs Feld rufen und ich denke, Verteidiger geben auch noch einen Schleier. Die Frage, die ich jetzt mir stelle, ist, hätte er einen Läuterer? Wenn er noch einen Läuterer gehabt hätte, hätte es sowieso noch übel für uns werden können. Er hat einen Axi, okay. Er hat einen Läuterer. Ist ja klar, spielt Hexer. Gut, dann hätte wahrscheinlich die Strategie so oder so schwerer funktioniert. Stelle ich mir vor. So, spielen wir erstmal Bienenphantom aus. Wir haben jetzt zwar noch die ganzen Karten, die hochticken. Wir haben auch momentan noch die Dominanz. Er hat immer noch seinen Angriff. Könnte schwierig werden. Wir haben eine Hitzewelle, die uns allerdings nicht mehr sehr viel bringt. Kräuterprobe. Das ist halt interessant an Kräuterprobe. Dadurch, dass die Karte nur noch 6 Provision kostet, die wird halt so wenig tatsächlich für Angriff, für Boosting benutzt, sondern viel mehr für Angriff mit den 6 Schaden. Ping, ping, ping. Er hat den zweimal getroffen, den Verteidiger. Das ist gut. Ping, ping, ping. Hat da 5 Schaden. Er hat sie nicht zweimal getroffen. 4 Schaden kann er mal wahrscheinlich austeilen beim Ausweichen. Wenn er jetzt allerdings Junot hat, dann hat er wahrscheinlich sein Junot deutlich schlechter gemacht, weil er einen Verteidiger 4-mal getroffen hat. Aber auch so, man sieht es halt, ne? Ohne Keltulis. Es ist immer noch ein Engine-Deck. Die meisten Engine-Decks sind halt wirklich sehr angreifbar, wenn bestimmte Karten rausgenommen werden. Okay, Neuromantie. Wir holen uns unser Biest raus. Kriegen immer noch 5 Punkte am Ende der Runde, aber wir liegen mit 20 Punkten hinten. Und ich denke, die Karten, die wir haben, werden das auch nicht mehr aufholen. Wenn er jetzt nicht unseren Verteidiger weghaut, dann werde ich den hochbuffen nochmal, dass er ihn nicht mit dem Junot kriegt. Wenn er was irgendwas anderes anhaut, werde ich das wahrscheinlich auch mit dem Junot buffen. Aber wir facen wahrscheinlich immer noch einen Geralt Quen in einem Bärenhexer. Ein Zweiblatt-Totem. Ich denke nicht, dass er dagegen ankommt. Nicht ohne Keltulis. Mit Keltulis hätten wir ihm so viel wegbrennen können, aber... Ja, Saber Lemons. Hat's uns versaut. Der verbannt natürlich fleißig weiter. Verifizierung ist wahrscheinlich die beste Karte, die wir mit der Hitzewelle treffen können. Mehr als 10 Punkte werden wir nicht wegbrennen können. Wenn er wirklich noch einen Junot hat, dann ist Junot nutzlos. Aber ich bin mir bei Junot jetzt echt unsicher. Da ist Geralt Quen, wahrscheinlich eine Bärenhexer. Let's get this over with. Das ist egal, damit hält er unser Biest nicht auf, weil die Hexenlehrer liegen vor dem Biest. Allerdings hat er jetzt wieder einen Junot. Also es kann auch wirklich sein, dass deine letzte Karte immer noch ein Junot ist. Kriegt trotzdem pro Runde 5 Punkte. Junot. Junot. Okay. Dann hätten wir es wahrscheinlich gar nicht im Verteidiger. Wir hätten wahrscheinlich da ein bisschen was aufheben müssen, aber ja. Also man sieht, also selbst wenn wir jetzt halt, selbst wenn er jetzt nicht als letzte Karte Junot hätte, vielleicht, sondern irgendwie eine Bärenhexer, hat uns Keltulis weggenommen und das hat uns eine Menge gekostet. Und zwar das Spiel. Gut. Keltulis wegzunehmen ist natürlich auch für dieses Deck relativ schädlich. Aber was soll man sagen, ne? Wenn man tatsächlich auf ein Deck trifft, was sich größtenteils um sich selber kümmert, was wenig Angriff spielt, was irgendeine versucht irgendeine crazy Strategie durchzuboxen, hat man gesehen, wie gut Keltulis dagegen funktionieren kann. Gerade wenn der Gegner halt wirklich keinen Angriff spielt. Aber wenn wir gegen ein Kontrollmatchup spielen, dann kann es halt genauso laufen, ne? Wir haben jetzt Hausruf verloren, aber ich habe so tatsächlich das Gefühl, dass es tatsächlich wie Gwent momentan häufiger mal ausgehen könnte, wenn man spezielle Decks spielt, sage ich mal. Ne? Man kann halt manchmal erste Runde schon sehen, dass man halt wirklich verliert. Wenn du halt, weiß nicht, Handbuff spielst gegen ein wetterskellige Deck oder so, wird es wahrscheinlich sehr schwer für dich zu gewinnen. Ne? Das sieht man halt schon vorher ab. Hier, wie gesagt, Gedulis ist nicht unangreifbar. Gibt genug Möglichkeiten. Hätte man auch irgendwas großartig anders machen können, hätten wir vielleicht mit einem Junot rechnen können, hätten wir vielleicht Keltulis sofort die zweite Runde wiederbeleben sollen und ihm Schleier geben können.
Das wäre vielleicht die bessere Möglichkeit gewesen, dass wir zweite Runde halt direkt gesagt hätten, okay, wir machen jetzt Druck, wir pushen jetzt. Aber selbst dann hätte er Anführerfähigkeit und Junon auch zweite Runde einsetzen können, hätte Getulis zerstören können. Und das wäre halt auch ein Problem gewesen ohne den Verteidiger, ne? Wenn wir zuerst einen Verteidiger gespielt, hätte er schon Xavier Lemons aufs Feld rufen können. Wobei ich weiß gar nicht, ob er zweite Runde Xavier Lemons hat, weil sonst hätte er ihn sofortig einsetzen können. Oder er hat damit extra letzte Runde gewartet, um uns Hexensabbat auf der Hand zu behalten, was natürlich auch immer schädlich ist. Cthulhu ist nicht unbesiegbar. Es ist halt nur für viele Decks da draußen, die momentan gespielt werden, nervig, weil immer die schwächste Karte zu verlieren und ohne was dagegen zu machen können, kann natürlich zu Problemen ausführen und dann musst du auch immer wieder am Verteidiger vorbeikommen. Sei man nimmt den Verteidiger irgendwie erste Runde mit der Hitzewelle raus, dann kann der Verteidiger nicht mehr wiederbelebt werden, aber dann hat man noch irgendwas für den Cthulhu, der wahrscheinlich 12 Punkte plus Schleier hat. Viele Decks, die halt eine Hitzewelle spielen, spielen auch dann im Angriff vielleicht größtenteils nur eine Hitzewelle. Gibt allerdings auch noch Möglichkeiten, Cthulhu anders aufzuhalten, indem man halt einfach Einheiten hat, die immer und immer und immer wiederkommen. Dann ist Cthulhu tatsächlich auch nicht so schlimm. Gerade auch, wenn du vielleicht mit Squirtle, mit Gabe der Natur spielst und die ganze Zeit für jeden Naturzauber endkriegst, hast du wesentlich mehr Einheiten als der Gegner, aber Cthulhu bringt halt immer weniger Punkte weg. Ansonsten andere Möglichkeiten sind halt zum Beispiel ein Schiff von Syndikat und dann auch wieder immer wieder bei neuen Münzen raus. Krähenmutter kann tatsächlich relativ böse Cthulhu aufhalten, wenn man immer und immer wieder Krähenmutter wegbringt und sie immer wieder kommt. Von daher, Cthulhu ist nicht ausschneidbar. Aber die anderen Monsterkarten sind halt wirklich tricky. Ne? Jaga ist halt so, man kann, also ihr könnt Jaga auch ausprobieren. Ihr könnt dieses Deck auch von mir aus mit Jaga spielen, wobei Cthulhu ist da wahrscheinlich eher beschissen, weil du willst mit Cthulhu natürlich weniger Einheiten als der Gegner haben. Mit Jaga frisst ja nochmal extra Einheiten weg. Ihr könnt Jaga ganz gerne ausprobieren. Man kann ein altes Relikt-Deck für sich nochmal ausprobieren, aber gerade in der Meta. Wir haben selber keinen Angriff wirklich in den Relikten, um Gegner aufzuhalten. Das heißt, sowas wie vielleicht erste Runde die Magier durchzulassen, ist sehr kritisch. Sowas wie die meditierende Magier durchzulassen oder sonstiges. Alles, was du wirklich momentan durchlassen kannst, durchzulassen, kann halt relativ kritisch werden. Von daher, ja, Jager ist schwierig, Inkubus schwierig und niedere Hexe finde ich tatsächlich auch schwierig. Monster an sich haben allerdings mit Cthulhu vielleicht ein Deck, was relativ gut in dieser Season bestehen kann. Ich bin noch nie wirklich ein großer Freund von Monster-Engine-Decks. Aber ja, Sabbat hat es halt möglich gemacht. Sabbat kannst direkt Verteidiger wiederbeleben, plus irgendeine starke oder zwei starke Engine-Karten. Beast, Bienenphantom, den unsichtbaren Cthulhu, all solche Karten kannst du halt wirklich furchtbar gut wiederbeleben. Ne? Und dann kann das Deck halt richtig reinhauen. Sollte man definitiv nicht unterschätzen. Problem ist nur beim Unsichtbaren, du bräuchtest wahrscheinlich die Hingabe. Und Hingabe. Wobei bräuchte man die Hingabe? Ich meine, er setzt ja auch so seine Blutung. Ja, könnt ihr euch selber aussuchen. Aber ja, das war's mit der Gewinnfolge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.